Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin heute auf der Wache 2 in Garbsen. Garbsen war ich schon mal, da sind ein paar andere Videos, die kann ich mal oben einblenden. Aber heute wollen wir mal ein paar schöne Fahrzeuge vorstellen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Und ich werde mir jetzt mal den Dennis mal mit dazu holen, zu meiner Rechten. Dennis, moin, grüß dich. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Ich kann euch mal kurz den Hintergrund erzählen. Wir wollten eigentlich mit der Drehleiter anfangen, aber genau. Die ist gerade im Einsatz. Haben wir gesagt, komm her, wir nutzen die Zeit ein bisschen und du zeigst uns mal die schöne Autoschiene, was hier noch steht. Was haben wir denn hier? Das ist ein LF106. Damit machen wir hauptsächlich technische Hilfeleistungen, Türöffnungen, Wasserschaden, Sturmschäden. Ist es denn HLF dann oder ein ganz normales LF? Das ist ein LF. Okay, LF106. Was das genau bedeutet, würde ich sagen, machen wir noch mal ein Filmchen. Aber was ist das hier für ein Fahrgestell? Was haben wir denn hier? Das ist ein Iveco. Iveco. Und das ist 14 Tonnen und 250 PS normalerweise, ne? Ja. Gut. Würde ich sagen, gucken wir nochmal gemeinsam rein. Los geht's. Dennis, wie ist das so mit mir so ganz dicht bei? Ganz nett. Gut, was haben wir denn hier drin? Also ihr legt ja Wert, glaube ich, darauf, alles auf Standard zu halten. Ihr seid ja eine Schwerpunktwehr und ihr wollt ja eigentlich, dass jeder mit jedem Gerät auch arbeiten kann. Ne? Ihr habt nie so individuelle Fahrzeuge, was ich super gut finde. Standard finde ich immer optimal eigentlich. Habt ihr denn irgendwas Kleinigkeiten? Raffinessen, was habt ihr denn? Also Funk ganz normal sehe ich, was habt ihr noch? Funk, Telefon, ja, war Tablets für... damit wir unsere Einsatzstellen finden. Oh, das ist aber schon wieder nicht so ganz Standard. Das habe ich jetzt beim einen oder anderen Fahrzeug auch schon gesehen. Also diese Tablets finden hier Einzug langsam. Genau. Finde ich gut. Also habt ihr Hydrantenpläne und sowas? Oder? Genau. Und nutzt das auch richtig als Navi oder was? Nee. Als Navi nutzen wir das auch. Achso, okay. Hydrantenpläne sind da auch drauf. Aha, okay. Da fragen wir, was ist das andere? Das ist eine Rückfahrkamera. Ah, die Rückfahrkamera, okay. Genau. Super. Interessant. Ja, hier haben wir noch ganz normale Handlampen, 2 Meter Funkgeräte. Und an den Rest. Ja. Verkehrshaltstäbe, genau. Oder Winkerkellen. Ich sehe gerade, ihr habt auch Filtergeräte oder sind das Fluchthauben? Das sind Filtergeräte, ja. Also Filter, ganz normal Schraubfilter, ne? Vorne. Genau. Okay, habt ihr immer dabei. Also ihr sagt, ihr nutzt das auch hauptsächlich mit zur TH eigentlich, das Fahrzeug immer so. Genau. Okay, ihr seid da ein bisschen ausgerüstet. Ich sehe gerade hier hinter, da hättest du auch Zugriff auf Gummihandschuhe zur Not. Genau. Also Hygiene, Einsatzhygiene hier. Man sieht sofort immer die Schwerpunkte, wo hier Wert drauf gelegt wird. Und ihr habt aber auch viele Einsätze so im Jahr, ne? Also ich sag mal. Um die 250 bis 300. Mhm. Ja, wie bei uns, würde ich jetzt mal so. Gucken wir mal weiter. Muss gleich machen. So, schauen wir mal in die Gruppenkabine jetzt rein. Ne? LF106, Löschgruppenfahrzeug. Dennis, bitte öffnen Sie die Tür, junger Mann. Ah, schön. Ja, ich würde mal sagen, so von der Geräumigkeit geht, ne? So, ich sag mal, wir sind jetzt zwei große Jungs. So, passt noch. Ihr habt hier 2 PA-Geräte. Genau. Habt ihr auch die Handschuhe, was wir von vorne schon gesehen hatten? Leinbeutel, Handlampen. Recht Standard. Auf der anderen Seite, wenn man hier mal guckt, gut, den Einsatzstellenfunk, den habt ihr sozusagen für die Führer vorgesehen auf der Seite. Genau. Okay, deshalb auch interessant. Also ihr habt da zwar auch eins hängen, wahrscheinlich für Melder mehr, aber habt ihr nur 2, also insgesamt 3 Geräte hinten, 2 vorne, ne, waren das, glaube ich. Genau. Okay, super. Man braucht ja auch eine Atemschutzüberwachung, ne? Und was habt ihr jetzt hier? Hier ist eine Erste-Hilfe-Tasche, hier sind noch ein paar Fluchthauben. Ach, Fluchthauben, also richtig schön eingepackt, holen wir das so raus. Okay, wir haben nur so eigentlich so, da sind 2 Stücke immer drin. Genau. Wir haben immer diese Kartons immer los, aber finde ich auch gut, dass es da eigentlich so ein Tischchen für gibt. Da muss ich mal mit unserer Stadtverwaltung mal sprechen. Ja, und hier ist dann halt noch das Bergertuch.
Achso, das Rettungstuch habt ihr hier? Genau. Ja, bergen kann man damit auch, aber wir versuchen erstmal zu retten. Okay, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist relativ Standard, ne? Genau. Gut, wie man sich hier ausrüstet, man kann ja das Ganze, wenn man sich da reinsetzt, möchtest du das PA-Gerät mal anlegen? Ja. Das heißt, ihr legt das, man kann es während der Fahrt so anlegen. Man sitzt auch rückwärts in Fahrtrichtung. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, wenn man für den Zeitpunkt nicht angeschnallt ist. Hier auf der anderen Seite haben alle Gurte natürlich. Genau, dann lege ich mir das an und dann, was musst du jetzt betätigen, damit du... Hier an der Seite ist ein gelber Knopf und damit können wir dann raus. Also ihr habt ja gesehen, dass sozusagen die Kopfstütze ist dann hochgeklappt. Also in dem Moment, wo man an der Einsatzstelle angekommen ist, das Fahrzeug steht, entriegelt man den Hebel, die Kopfstütze hier hinten ist dann hochgefahren, sozusagen das Atemschutzgerät freigegeben. Ne? Super, ja. Eigentlich selbsterklärend. Ich sehe gerade von hier auch eure Atemschutzüberwachung, die Tafel. Genau. Die ist etwas Eigenkreation. Die neue kommt, hoffe ich mal. Okay. Also aus dem Thema Atemschutzüberwachung werde ich nochmal ein separates Video machen, weil da kam von euch auch viele Anfragen, dass wir das Thema nochmal behandeln werden. Kommt alles. Super. Schauen wir mal nach hinten, Dennis. Oder was? Ach nee, hier drunter habt ihr auch noch was. Da wollen wir nochmal gucken. So, schauen wir mal rüber. Also muss hier in Regeln bei dem hier auch so einen kleinen schwarzen Knopf drücken. Jo, was haben wir hier? Ja, da ist eine erweiterte Erste-Hilfe-Tasche drin. Ja. Für Leute, die dazu auch ausgebildet sind. Also hier schon ein bisschen mehr für die Erste-Hilfe drin. Okay, was habt ihr hier? Genau, das ist ein Zifix für Türöffnung. Türöffnung, okay. Ja, da ist noch eine Decke. Okay, Decke ist auch. Ich sehe gerade, ihr habt auch hinten noch einen Helm verlastet. Auch sinnvoll, wenn man einen Verkehrsunfall hat, dann kann man auch der verunfallten Person oder so oder wenn man jemanden irgendwo einen Gefahrenbereich hat, nochmal der Person nochmal helfen, Schutz zu haben. Ne? Genau. Finde ich eine sehr gute Idee, einen Helm dabei zu haben. Das habe ich auch noch nicht aufgesehen. Finde ich gut. Genau. So, und Spaten und was habt ihr noch? So ein bisschen hier drei diese Stative, diese Verkehrsleit. Genau. Faltdreiecke. Ölspur. Achso, genau. Weil für technische Hilfeleistung primär. Ja. Okay, super. Schauen wir mal auf die andere Seite, was wir da noch haben. Okay, also ihr habt ja mehr so Standard-Brechstangen. Genau. Die gute alte Trage, aber immer noch aktuell. Noch ein Helm, ne, für zwei Insassen maximal oder was. Ist nicht schlecht. Getränke. Das ist so banal das ist, ne? Das ist auch wichtig. Auch ich finde es auch gut, wenn ich das nochmal sehe, jetzt ohne Werbung zu machen. Es gibt auch manchmal Leute, die unter Schock stehen oder unter Zucker, Stress. Dann ist mal ganz gut, wenn die Leute mal das ist eine Art kleine legale Medizin, mal jemand eine Cola zu geben. Finde ich auch nicht schlecht. Wenn einfach Kreislauf geschockt oder sowas, kann das manchmal auch helfen. Ich habe hier noch so ein bisschen Müllsäcke und so, also Einsatzstellen, Sauberkeit. Aber sehr aufgeräumt, also übersichtlich, finde ich gut. Klasse. Jetzt schauen wir uns mal das Richtige an, ne? Ist heute auf unserer Seite, ne? Darf ich? Sehr gerne. Schön. Erzähl mir doch mal, was finde ich denn hier auf der Seite, wenn ich hier reingucke? Ja, steht ja auch sogar dran, ne? Alles Mögliche für die kleine technische Hilfeleistung. Ja. Da oben haben wir Motorsäge und das Zubehör dazu. Ja, ich schau mal ganz kurz, ich hole das mal kurz raus. Fichtenmoped, ne? Und Zubehör, das heißt, ihr habt noch irgendwie, achso, Schnittschutzhose, also die Schutzkleidung dazu, okay, zwei Dunghacken, Ölbindemittel drin. Genau, da ist Ölbindemittel drin. Wasserschieber. Was ist denn das? Also hier zum Abschaben oder was? Genau. Ach so. Ah, okay, was habt ihr hier noch? Das ist auch noch ein Türöffnungsrucksack. Okay. Da ist auch noch ganz viel für die Türöffnung drin. Das ist ein Werkzeugkoffer. Können wir mal reingucken? Also ganz normal. Übrigens, das ist auch so typisch für die Truppen an 1 machen. Die Frage, kleine technische Hilfeleistung, ist das alles, was ihr seht, gehört zur kleinen technischen Hilfeleistung.
ne, irgendwie eine Wasserpumpenzange, ein Seitenschneider, Kombizange. Das sind alles Antworten, die ihr geben könnt in der Truppmannprüfung. Ne, also einprägen, sowas alles kann da sein. Ist aber sehr ordentlich. Ne, und das auch. Super. Hammer, Meißel. Schön. Also man kann die Koffer so rausreißen einfach. Oder man kann auch die Schublade rausziehen. Ne? Hier ist nämlich ein kleiner blauer Knopf. Geht auch einfacher quasi. Gucken wir mal weiter. Ja, hier haben wir noch Badhosen, wenn mal ein bisschen mehr Wasser im Keller ist. Ja, Kleinlöschgeräte. Also Watthosen, wer ihr nicht kennt, das sind eigentlich hohe Gummistiefel. Ne? Die gehen dann wie eine Hose halt. Gummistiefel und Hose in eins, wasserdicht. Genau. Was habt ihr hier oben drin? Da sind einmal Anzüge drin und Jogginghosen. Okay. Also Jogginganzüge. Okay, Jogginganzüge, weil? Für PA? Für kontaminierte Sachen, die dann weg müssen, damit die Leute dann andere Klamotten haben. Ah, dafür waren noch die Müllsäcke vorne. Dann packt ihr sozusagen Müllsäcke zur Reinigung. Genau. Und die springen dann hier in ihre schönen Jogginganzüge rein. Okay. So, hier haben wir die PA-Geräte für den Sicherungstrupp. Und vier Reserveflaschen sogar. Bist du verrückt? Das Schöne ist, man kann die PA-Geräte runterklappen und wir haben hier Reserveflaschen. Und ich glaube, es sind sogar insgesamt vier Flaschen drauf. Ja, man kann das einfach so durchdrehen. Und wenn man dann die PA-Geräte anlegen möchte, braucht man einfach, ohne was zu entriegeln, kann man das hier so runterklappen. Ne? Und kann das dann wunderbar, wenn man 1,20 Meter großes anlegen. Sehr schön. Die fantastischen drei. Also Wasser, alles dabei, CO2, ne, sag ich mal in dieser langen Tülle. Ne, und ganz normal ein APC-Pulverlöscher. Herrlich, schön. Also ist auch alles recht aufgeräumt. Also ihr habt das nicht so vollgestopft. Schlauchtragekörbe, was haben wir denn da Schönes? Genau, drei Stück. Alles C-Schläuche. Witzig finde ich auch, das ist auch nicht so häufig. Ich habe das Hohlstrahlrohr gleich mit dran. Genau. Weil ihr nutzt keine Schlauchpakete. Macht ihr es? Nein, wir nutzen nur die. Ist halt so ein Zwischending zwischen Schlauchtragekorb klassischer Nutzungsweise, so wie hier, und Schlauchpaket, dass man einfach die Schlauchtragekorb schon für einen Angriffstrupp nutzt und hier schon ein Hohlstrahlrohr dann hat. Ne? Genau. Ist auch eine Variante. Und diese herrlichen Klettbinder, ich liebe sie. Nicht! Aber hier geht's. Hier unten sehe ich, habt ihr Schnellangriff B mit Verteiler gleich dran, ne? Schnellangriff-Verteiler. Okay. Das heißt, wenn er den setzt, dann geht er hier gleich ran. Genau. Okay. Teile, nutzt er das fürs eigene Auto oder für Autos, die er bearbeitet? Für das Auto. Okay, das heißt, die sichert richtig das Auto jedes Mal an der Einsatzstelle, oder wie? Nein. Okay. Habe ich so jetzt auch noch nicht so griffbereit gesehen, aber okay. Zwei Mulden. Eine ist Stelz. Genau. Also eine Mulde. Gut, ihr habt ja so Auffangbehälter, ne, Mulden. Und ganz normale B-Schläuche. Okay. Super. Jetzt kommen wir mal dazu, warum das Auto LF106 heißt. Also ist halt so eine Zwischensache zwischen Schlauchpaket klassisch und ist halt so ein Zwischending zwischen Schlauchtragekorb klassischer Nutzungsweise, so wie hier,